ihre Co-Chefin Alice Weidel im Bundestag, die der Bundesregierung vorwirft, sie hassen dieses Land. Können Sie auch so sehen? Ja, zumindest liebt sie dieses Land nicht. So wie die Bundesregierung agiert. Ist was anderes. So wie die Bundesregierung agiert. Ist was anderes. Ja, nochmal, weil wir hier über Sprache sprechen. Das ist sicherlich Überspitzung einiger Aussagen. Finden Sie das gut, wenn man so redet? Wenn sie das so in diesem Moment empfindet, und das war sicherlich eine Empfindung von Frau Weidel. Ja? Das war aufgeschrieben, das war sehr bewusst vorgetragen. Mit Emphase, das war völlig klar. Manche politischen Entscheidungen, die ich sehe, und wie die politische Regierung oder die Regierung aktuell agiert, ja, natürlich kann man das sagen und sehen, dass dieses Land aktuell von Politikern regiert wird, die mit Deutschland wenig am Hut haben.